seit 2 Stunden am Aufnehmen. Deswegen gehe ich mal ganz kurz mir was zu trinken einschütten. Bin gleich wieder da. Wir haben ja genug Zeit. Deswegen, bis gleich. Keine Bewegung. Sie stehen unter Arrest. Keine Bewegung. Hände hoch. Keine Bewegung. Hände hoch. So. Mal eben einen Schluck trinken. Hände hoch. Oh, das tut gut. War auch mal ganz kurz. War auch ganz kurz mal eben auf dem Pott. So. Huh. Nett, dass ihr gewartet habt. Ich hab das jetzt auch nicht rausgeschnitten oder so. So. Super, dass ihr gewartet habt. Finde ich super. So, die haben auch gewartet. Ja, ich stehe unter Arrest. Du mich auch. Habt ihr euch eigentlich mal im Spiegel gesehen? Was? Ja, sicher. Der schießt uns einfach ab. Kann ja sein, dass das nicht unbedingt Kugeln sein müssen, sondern eher so. Sie stehen unter Arrest. So Gummibällchen. Hoch die Fäuste. War klar, das funktioniert alles nicht. Deswegen Geländer. Wir springen oder was machen wir jetzt? Das ist. Gib auf, kleiner Mann. Hä? Niemand widersetzt sich dem Organon. Das wirst du noch sehen. Er hat die Datasette. Und los. Verdammt, er ist zu. Es ist aus. Warte mal. Ah, wir haben ja nichts. Was machen wir denn jetzt? Griff. Ah. Okay, dann mal los. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Wow. Aua. Na, so schnell wieder zurück. Aua. Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Danke. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ich habe nur eine Nadel im Auge. Ich glaube, ich habe mir das Rückgrat gebrochen. Ich glaube, ich habe eine Nadel im Auge. Ich glaube, ich habe die Liebe meines Lebens an einem Schnösel verloren. Ich glaube, ich habe meine Passage nach Elysium verpasst. Ich glaube, ich habe einen Schuh verloren. Das mache ich jetzt mal als erstes. Hä? Ach nein. Ach, jetzt konnten wir die anderen Sachen nicht wählen, weil ich direkt das unterste genommen habe. Ist ja nicht schlimm. Obwohl, nee, ich glaube, da wäre alles dasselbe rausgekommen, wenn ich jetzt so nachdenke. Oh, wie traurig. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Ach nee.
Ne. Hatte ich mir gerade schon gelacht, wo die Musik anfing. Nein. Ist Ende. Ist's Ende der erste Part. Ich mach mal ein bisschen leiser. Nein. Ist es echt Ende. Minigame Design. Alexander Kraus, Jan Müller, Michael. Sagst so schnell kann ich nicht lesen. Dialog, Kevin Menz. Ach nee. Oh, sag bloß. Was soll ich jetzt sagen? Oh, ey. Direkt den nächsten Dingens installieren, den nächsten Part und los geht's, würde ich eigentlich sagen. Oh, nein. Oh, das war... Mann, das war echt geil. Ich freue mich, dass es einen nächsten Part gibt, vor allem, ne? Und dass wir den dann auch in nächster Zeit dann direkt mal vornehmen können. Ich glaube, das wird gar nicht lange dauern. Alter, ich bin gerade voll auf Deponia. Ja. Also. Ich guck mal ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, ganz kurz. Aufs Uhrchen. Also eigentlich noch so an die 13 Minuten hätten wir da jetzt noch. Ich stell mal kurz auf 13. So. Zack, 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 zack. Ach nee. Das war toll. Außer jetzt am Ende, das war halt. Aber wir haben die Diskette, die ist nicht kaputt gegangen. Wir haben sie runtergeworfen. Nee, Moment mal. Wir haben sie runtergeworfen. Ja doch, wir haben die eine runtergeworfen, hat der eine aber aufgefangen. Genau. Und dann hat man uns festgekrallt. Gut. Stimmt ja. Voice Actors, da. Rufus, Argus, Cletus, Postboot. Werden alle von einem Sprecher. Ja, Cletus hört sich auch wirklich an wie Rufus, so ein bisschen, ganz ehrlich. Könnte auch sein, ich weiß jetzt nicht, ob es das die deutschen Synchronsprecher waren oder sonst eine Sprache. Ich denke mal, hier werden gerade die Deutschen aufgezählt. Enrico Osborn, André Punet, Tobias Zulei, Matthias Dunkel, Rosenkranz, Tremmel, das sieht man ja meistens an den Nachnamen, Fichtelmann. Der König. Präsident, Philippe Olivier. Olivier, das war jetzt aus Versehen ausgesprochen, aber hat sich auch nicht schlecht angehört. Was, Carsten Muselmann? Wieso ist das so, hier, Strichen, Dingens. Der Typ am Nachtschalter von Pockys Tankstelle. Der Typ, weißt du, der Typ. Oh, was passiert jetzt? Kommt noch irgendwas? Ach. Ende. Kommt gar nichts mehr. Auch nichts nach dem Intro. Da kommt ja ab und zu mal so nach dem Intro. Kann ja sein, dass da irgendwann doch noch ein kleines Secret End gibt. So zum Beispiel. Zum Beispiel wie bei Filmen. Kennt ihr das? Da guckt er den Abspann. Da kommt noch ein kleines, kleinen Ausschnitt. Und dann kommt der richtige Abspann. Der langweilige Abspann. Ach nee, du. Aber bin ich fertig. War aber auch chaotisch. Ab und zu mal bei Stellen natürlich mal kurz hängen geblieben. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Und was weiß ich nicht. Aber gut, ich habe jetzt ganz ehrlich noch gedacht, es kommt noch ein Kapitel. Habe jetzt echt gedacht, da kommt noch ein Kapitel. Und ja. Wir können uns aber mal die Extras reingucken. Ich weiß ja nicht, was es da gibt. Was gibt es denn da eigentlich? Also ich habe jetzt ernsthaft gedacht, da kommt... Ach so. Achso, hier sind nur die Videos. Ich habe jetzt ernsthaft gedacht, da kommt jetzt halt noch ein Kapitel. Warte, wie viele Kapitel waren es? Eins, das erste, dann kam... das zweite, das war dann... Warte mal. Erstens, das war in der Stadt. Kovac heißt sie, glaube ich. Das zweite Kapitel war... An dem Kran. Das dritte war, wo wir losgefahren sind, ne, mit dem Minenbike. Und, warte mal, und dann, ne, dann kam gar keins mehr, ne? Ne, dann kam keins mehr. Eins, zwei, drei. Ich hatte jetzt ganz ehrlich mit fünf gerechnet, aber ist völlig in Ordnung. Schönes Ende fürs erste, für den ersten Teil von drei, ne? Muss ich mal auch noch gesagt haben, es gibt drei.
Und sind schon alle hier. Alle schon hier im Regal an erster Stelle aufgeordnet. Und ja, dann werde ich in Kürze, in sehr kurzer Zeit, werde ich halt der zweiten installieren und dann legen wir auch direkt los. Die Musik ist alle. Ah, da fängt sie wieder an. Ja. Also ich bin echt gespannt. Da müssen wir sicher mal überlegen, was müssen wir da machen. So. Gut, dass uns die Dingens helfen. Da der Doc, der ist ja super. Der ist ja echt super. Nicht so wie der Rufus. Ach, ich verwechsel Rufus immer mit Wenzel. Nicht so wie der Wenzel, ey. Den haben wir in der Vergangenheit. Der soll ja eigentlich unser Sidekick sein, ne? Aber nix da, ey. Wen hatten wir noch? Unsere Ex-Freundin, ne? Die hilft uns ja nicht, auch nicht wirklich. Also die aus Kovac, die helfen uns überhaupt nicht. Die kennen uns ja auch, ne? Nicht so wie der Doc. Ich glaube, der Doc kannte uns ja nicht, ne? Nee, Quatsch. Ne, die von Kovac, ich will mich jetzt nicht irren, aber ich glaube, Kovac hieß das. Die kennen uns alle und ja, die haben so ein bisschen die Schnauze voll. Aber ich glaube, im Innersten lieben sie uns auch. Ich meine, wir sie auch, ne? Wir haben sie nicht in Stich gelassen, ne? Ich meine, ernsthaft, der macht da Party oben, so hat jetzt eine heiße Freundin. Und unten stirbt seine Ex, der Wenzel, der eigentlich auch nur immer sein Bestes wollte. Oder auch Donny, der hat uns immerhin verraten. Ach nee. Ja, ich denke mal, wir sind da mit Doc und dem Captain unterwegs. Genau, der Doc wollte ja auch mit zum Schwarzmarkt. Der ist da ja auch immer, hat er ja uns erzählt. Ab zum Schwarzmarkt und... Ja, ganz ehrlich. Was wir da machen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja auf dem Schwarzmarkt so Sachen wie hier, so Gerüchte, so hier auf dem Schwarzmarkt, ne, da gibt es einen Händler, der kann dich nach Elysium bringen. Nach Elysium, da, dann, wenn wir da oben sind, ne, müssen wir halt vielleicht Gold suchen, das sind alles nur jetzt hier als Vermutung, ne. Aber das werden wir jetzt auch mal sehen dann. Na gut, was machen wir denn jetzt noch? Schade, ich habe mir bei Extras jetzt mehr vorgestellt. Hier haben wir jetzt eigentlich nur noch die Videos. Was war das? Was war das denn für ein Video? Ach, das Anfangsvideo, die Melodien. Genau, da kann man doch gucken, wie viele Kapitel. Erstes Kapitel, zweites Kapitel, drittes Kapitel. Ah, viertes Kapitel, fünftes Kapitel. Nee, Quatsch. Warte mal, eins, zwei, nee, Moment mal. Ach so, es kommen nur drei weitere neue da unten hinzu, nicht nochmal neun. Hier haben wir das Bild. Das Bild ist jetzt einfach einen weiter nach oben, das heißt die drei Bilder. Also haben wir jetzt, warte mal, 1, 2, 3. Und hier am Ende noch der Song. Ja. Ja. Da haben wir es ja auf da haben wir ja ein, Goal bekommt Espresso. Ganz kurz, komm, wir haben Zeit, komm, da gucken wir uns nochmal an, wie wir eine verpasst bekommen. Wir haben ja Zeit, komm. Es wird jetzt auch nichts, warte mal. Und? Ich? Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Und? Yay! Okay, Rufus? Alles okay bei dir? Ach, guck mal, die machen uns sich Sorgen um uns. Ist doch super, guck mal, die sind doch alles nett. Und der Zombie, Dingens da auch. Auch wenn sie uns halt nicht mehr mögen. Was wollte ich sagen? Genau, es passiert jetzt nicht viel, ne? Also, für die sich jetzt schon verabschieden wollen, sage ich mal, ciao, ne? Es hat Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst bis jetzt hin. Und ich hoffe mal, du bist auch dabei, wenn es im zweiten Teil weitergeht. Deswegen sage ich schon mal, schön für die jetzt keine Lust haben, noch ein bisschen zu quatschen und hier vielleicht noch mal ein, zwei Videos reinzugucken. Sage ich dann schon mal ciao, ne? War schön und so. Und wir sehen uns hoffentlich im zweiten Teil wieder. So, was machen wir denn jetzt noch? Ich würde sagen, das Ende noch mal reinziehen und noch mal ein bisschen quatschen. Was haben wir denn hier für Szenen gehabt? Das war Rufus ist verliebt. Ach, die Szene war auch witzig. Ja, das reicht jetzt aber. Ja, für die Oma sagen.
Das war, warte mal, was war das jetzt da, ne? Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, hab's aber vergessen. Genau, der Gonzo, ne? Der Barkeeper. Der war doch nett. Den fand ich klasse. Den fand ich ehrlich gesagt klasse. Ich glaube, dann quatschen wir mal noch eben hier beim Ende. Gucken wir uns das nochmal an. Ganz traurig. In Gedanken. Aber wir haben das Richtige getan. Aber ist schon traurig. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Oh. Passt rein. Oh. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das wissen wir wie immer. Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Doch, das tut es. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die R gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das Hussa und so. Der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Der Chor ist am Start, was? Hussa, der Chor ist am Start. Ach nee, wie schön. Das ist also die so. Sieht sehr klein aus von hier unten. Sieht sehr, sehr klein aus. Mit drei fliegenden Städten, die angeleint sind, damit sie halt nicht abhauen. Sieht sehr klein aus, aber naja, wir sind auch ziemlich weit weg. Dafür, dass wir sehr weit weg sind, ist das schon ziemlich groß. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es da oben aussieht, wenn wir mal endlich da hochkommen. Ich glaube, auf dem Schwarzmarkt werden wir finden. Womit wir dann nach hoch können. Mal gucken. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Mal gucken, ne? Gucken wir dann einfach mal. Ach nee. Hätte man einfach Flügel, weißt du, wie leicht das dann wäre? Kräftige Flügel, die die Knochen und das Eigengewicht hochheben können. Einfach da hochfliegen, hui, und fertig ist. Und die wollen jetzt echt hier Dingens sprengen. Deponia. Ganz Deponia. Allalalala. Einfach mal eine Rakete draufschießen oder was? Ist doch schon etwas groß, Deponia, oder? Da müssen die richtig zugeballert werden, ey. In-game Graphics, Animation and Graphics, Olga Andrienko, Johanna Baumann, Gunnar Bergmann, Mario Beschreiber. So schnell kommen die hinterher. Jan Müller im Interface Design. Sebastian Schmidt, Soundtrack Production. Musik. Finnseliger Thomas Höhl. Ich glaube, das sind die, die gesungen haben. Weiß ich nicht. Recording. Ach nee, freue ich mich auf den nächsten Teil. Ah, Mann, oh Mann. So, wir gucken uns den hier noch einmal durch und dann sage ich euch auf Wiedersehen. Eigentlich hatte ich ja sowieso vor hier, ich hatte ja am Anfang vorgehabt, mit Kamera aufzunehmen, so ein bisschen. Aber ich habe mir gedacht, ganze Zeit ständig nur mein Gesicht da auch noch mit im Bild. Das bringt es ja jetzt auch nicht unbedingt. Ich hatte nämlich jetzt hier auch in den Hüllen, da waren irgendwie auch noch Poster. In jeder Hülle war dann Poster drin. Irgendwie das wollte ich dann halt aufhängen. Ja, hatte ich jetzt aber im Großen und Ganzen gemacht, weil hätte ich jetzt auch die ganze Zeit mein Gesicht im Bild. Und dann würde ich die ganze Zeit sagen, was war ich jetzt? Habe ich so auch gemacht, aber naja. Da ist wieder Alexander König. Destination Design. Was? Mikro Imprimieren. Ne? Special Thanks. Anne Baumann, Jan Binsmeier, Linda Breitlauch, Carsten Musselmann, Eckner, Kerstin Groß, Kai Fiebig, Tamo Hinrichs, Watt, Nina Janochal, Paul, Tom Janochal, Scherno, die Abad, Maria, ich komme nicht mit der, Alter. Das sind auch eine Menge Special Thanks. Was? Die Baufrauen und der kleine Löwenmann? Malte, Anje und Maren, Puh und Erkan, der Typ am Nachtschalter von Bockys Tankstelle. Was?
Pakistan, ach, weiß ich nicht. Ist ihr Dingens da. Ende, da steht Ende. Ja, das war das Ende. Gut, ich habe gerade in die Hände geklatscht, um euch zu sagen, das war's. Und ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ne? Das ist ja, abgesehen vom Spielpass noch das Wichtigste, ne? Dass ihr auch viel Spaß dabei hattet. Und also ich hoffe mal, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja. Und falls ihr das Spiel selbst noch nicht gespielt haben solltet, nur mal so nebenbei, ne? Holt's euch! Ich will jetzt auch keinen dazu drängen, ne? Ich meine ja nur, ne? Ich meine, jetzt kennt er sowieso alles. Ich denke mal, trotzdem, auf jeden Fall, ist ein super Spiel. Also da mal auch ein heftiges Lob an die Macher. Ach nee, ist das geil. So, ich freue mich auf den nächsten Teil. Ne, und pass auf, ich höre jetzt mal auch auf. Sonst haben wir noch mal ein paar 10 Minuten drauf. Und dann, ja. Gut. Ne? Gut, was soll ich noch sagen? Dann, ne? Macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich bei Teil 2, der in Kürze rauskommen wird. Da bin ich nämlich selbst einfach, habe ich einen Heißhunger drauf. Heißhunger auf Deponia, den zweiten Teil. So, und bis dahin, ne? Macht's gut. Und viel Spaß, wenn er das Spiel auch noch spielt, ne? Das war's mit Deponia. So, bis demnächst. Macht's gut. Euer El Tobi.